Hallo ihr Lieben, hier ist die Susanna Mittermeier heute vom Boot. Traunsee in Österreich, echt ein Traum. Wahnsinn, ist das toll hier. Und ich wollte mal kurz Hallo sagen, ich habe eigentlich nicht vorgehabt, ein Video zu machen, sondern mein Telefon hat sich plötzlich geöffnet mit dem Videoknopf und macht, okay, was willst du mir sagen? So, hier ein Video für euch. Und zwar in den letzten Tagen ging es in meiner Welt ganz stark um Kreation, das tut es ja eh immer, aber diesmal anders. Ich habe nämlich wieder nach Erweiterung gefragt von all dem, was ich kreiere und frage und dir wird gegeben. Und das, was dann hochgekommen war, ist, ich muss nur schauen, dass ich nirgends da reinfahre oder so, was dann gekommen ist, ist dieses, oh Gott, so da kommt, da muss ich auf was, da muss ich was kreieren oder da braucht es meine Energie und da muss ich was tun und da muss ich was tun. Und plötzlich war da so viel, dass ich tun musste, war meine interessante Ansicht, dass ich gedacht habe, wow, irgendwie kam dieses Ding von Stress hoch. Und dachte mir, wow, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe. Ich habe ja gerade nach Erweiterung gefragt, Frage, die wird gegeben. Und habe mich dann gefragt, okay, so was ist jetzt sonst noch möglich? Und habe erstens mal dieses Clearing laufen lassen. Und ich erzähle das, weil vielleicht ist das etwas, das ihr auch kennt, wenn sich Dinge erweitern. Und es kommt nicht immer so oder oft nicht so, wie man sich denkt. Und habe dann dieses Clearing laufen lassen, welcher Energieraumbewusstsein kann ich und mein Körper sein, um total außer Kontrolle, außer Form, Struktur, Bedeutung und Linearität und Konzentrizität zu sein. Und alles, was das nicht erlaubt, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and meons. Und dann habe ich gefragt, okay, so was sind die Möglichkeiten, dass ich über die Zeit hinaus funktioniere? Zeit ist so ein Faktor, den wir dazu tendieren, real zu machen, ist ja nicht real. Aber ich habe dann gefragt, was kann ich über Zeit hinaus sein? Und das war dann für mich so ein Wow-Moment von, oh, hier gibt es eine ganz andere Realität. Und habe dann auch gefragt, was kann ich sein, um über alles hinaus zu kreieren, was ich bisher kreiert habe. Und was ich da gezeigt habe, war unglaublich. Also das erste war mal, ein Raum, eine Leichtigkeit wieder und viele, ein Gewahrsein von vielen verschiedenen Energien und Möglichkeiten. Und eine davon war natürlich die Freude und diese orgasmische Energie und was damit alles möglich ist. Und jetzt hier am Traunsee herum zu, ja, weiß nicht was, irgendwie zu baumeln und auch den Beitrag von der Natur dazu zu haben und zu wissen, okay, ich habe zwar viel zu tun, aber jetzt ist es Zeit, hier zu sein, weil irgendwas, und da gibt es keine Worte oder logische Erklärung dafür, irgendwas hier mit der Natur trägt mir gerade bei und meinem Körper. Und wie wäre es, wenn du weißt, wann es Zeit ist, wo zu sein, das dir beiträgt, ohne dass du viel nachdenken musst, ohne dass es logisch erscheint. Alles, was das nicht erlaubt, alles, was nicht erlaubt, dass du weißt, was dir beiträgt und deinen Kreationen beiträgt, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und wenn du mehr wissen möchtest über Kreation, morgen Abend fange ich einen dreiteiligen Telecall an, der auch auf Deutsch ist. Und beim dritten Call wird uns der Jonas Svensson, der weltweite Koordinator für Access Consciousness, wird dabei sein und er weiß unglaublich viel für Überkreation. Er ist genial und wir haben beide sehr viele Access-Kurse in verschiedenen Ländern schon gehalten, haben beide unser Business aufgebaut von nichts und haben auch haben auch Access in vielen Ländern eröffnet, wo es noch gar kein Access gab. Und wir möchten gerne mit uns teilen, was wir wissen und aus dir herauslocken, was du weißt übers Kreieren und wie leicht und wie viel Spaß das machen kann. Also vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns bei diesem Telecall morgen Abend. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!